Ein herzliches Willkommen und guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen bei der Europäischen Union in Brüssel. Europäisches Lieferkettengesetz, Chance oder Ballast für den Standort Europa, das ist das Thema unseres heutigen Streitgesprächs. Dem Gespräch können Sie auch in englischer Sprache folgen. Our discussion today will be in German. If you prefer English, please switch to the English translation on your Zoom video conference system. Über die Chatfunktion in Zoom haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen an unsere Experten und Diskussionsteilnehmer zu stellen, die wir dann nach Gelegenheit am Laufe oder am Ende der Diskussion aufgreifen können. Neben mir begrüße ich jetzt den Minister der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen, Peter Biesenbach, den Gastgeber unserer heutigen Veranstaltung, die gemeinsam vom Ministerium der Justiz und der Landesvertretung hier in Nordrhein-Westfalen ausgerichtet wird. Herzliche Grüße aus Brüssel. Außerdem freue ich mich sehr, dass Dr. Susanne Knöfel hier heute im Studio ist. Sie ist stellvertretende Leiterin des Referats für Gesellschaftsrecht der Generaldirektion Justiz und Verbraucher der Europäischen Kommission. Guten Morgen, Frau Knöfel. Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Markus Strunk und aus Nordrhein-Westfalen und Berlin sind uns als Experten und Diskussionsteilnehmer zugeschaltet Frau Professor Dr. Stefanie Lorenzen von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und ist Vorstandsmitglied von German Watch, einer Organisation mit Standorten in Bonn und Berlin, die sich für globale Gerechtigkeit und den Erhalt der Lebensgrundlagen einsetzt. Guten Morgen, Frau Lorenzen. Guten Morgen, Herr Strunk. Außerdem aus Düsseldorf ist uns zugeschaltet Herr Rechtsanwalt Johannes Pöttering, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Unternehmensverbände in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Herr Pöttering. Guten Morgen in die Runde. Hallo. Und für die Wissenschaft Herr Professor Joachim Hendricks, Lehrstuhlinhaber für Bürgerliches Recht, Bilanz- und Steuerrecht und Direktor des Instituts für Gesellschaftsrecht der Universität Köln. Ich grüße Sie, Herr Hendricks. Schönen guten Tag. Ganz herzliche Grüße auch meinerseits. Zunächst übergebe ich das Wort jetzt an den Minister der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen, Peter Biesenbach, für eine kurze Einführung, bevor Frau Knöfel uns dann einen Einblick in die Arbeit der Kommission geben wird. Herr Biesenbach. Vielen Dank, Herr Dr. Strunk, und meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen heiße ich Sie gerne noch einmal auch von diesem Platz aus herzlich willkommen. Wir waren ganz erfreut, als die Zahlen der Anmeldungen richtig steil nach oben gingen. Und wir freuen uns darüber, auch über das große Interesse, das unser heutiges Thema bei Ihnen findet. Erst vor wenigen Wochen hat das Bundesverfassungsgericht der deutschen Politik eindrucksvoll ins Stammbuch geschrieben, mehr Maßnahmen zum Schutz von Klima und Umwelt zu ergreifen, um die Schutzwirkung unserer Freiheitsgrundrechte für künftigen Generationen gerecht zu werden. Deutschland muss sein Klimagesetz nachbessern, um die Ausübung der Freiheitsrechte in Zukunft nicht zu gefährden. Auch Europa als Kontinent muss etwas tun, um die Klimaziele von Paris einzuhalten. Dies kann nur gelingen, wenn alle ihren Beitrag leisten und wir europaweit für einen besseren Schutz unserer Lebensgrundlagen eintreten. Genau dafür steht der Green Deal. Das Ziel, nachhaltiges Wirtschaften in der Unternehmensführung zu verankern, ist Teil der Initiative der Europäischen Kommission. Über diese werden wir heute miteinander diskutieren und vielleicht auch ein wenig streiten wollen. Es geht um den Schutz von Menschenrechten und unserer Umwelt in globalen Lieferketten. Die Wirkung der Initiative, meine Damen und Herren, ist nicht zu unterschätzen. Denn am Ende des Green Deals soll eine nachhaltige europäische Wirtschaftsordnung stehen, für die es verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen braucht. Die Umsetzung der internationalen Sorgfaltspflichtenkonzepte in geltendes Recht ist dabei keinesfalls trivial und darf nicht zu unbedachten Schnellschüssen verleiten. Rechtspolitisch betreten wir Neuland, was ich mit drei kurzen Thesen hervorheben möchte. Erstens. Europa kann von Unternehmen mehr Nachhaltigkeit einfordern. Es darf sie aber nicht überfordern. In der Vergangenheit ist ausschließlich auf Selbstverpflichtungen und bilanzielle Erklärungen von großen Unternehmen gesetzt worden. Nun sollen Sorgfaltspflichten, zumindest wenn es nach dem Willen des Europäischen Parlaments geht, für alle Unternehmen verbindlich gelten und sich auf die gesamte Lieferkette beziehen. Wäre es nicht klüger, schrittweise vorzugehen, um die Erfahrungen aus der verbindlichen Rechtsanwendung für größere Unternehmen zu nutzen und eine bessere Folgenabschätzung zu gewährleisten? Zweitens.
Die Forderung nach einer behördlichen Rechtsdurchsetzung wirft die Frage auf, ob die Mitgliedstaaten für jedes Unternehmen mindestens einen Beamten oder eine Beamtin abstellen müssen, der Berichte prüft und Kontrollen durchführt. Wäre der Sache nicht mehr geholfen, wenn vor allem Betroffene ihre Rechte effektiv verfolgen und bürokratische Strukturen schlank bleiben? Und schließlich drittens, wie halten wir es mit China oder auch den USA, die eine Dominanz europäischen Rechts auf dem internationalen Markt nicht kampflos hinnehmen werden? Die europäische Rechtsdurchsetzung dürfte hier zu Konflikten führen, die unsere Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und in anderen Regionen Europas aus eigener Kraft wohl nicht lösen können. Bevor wir in eine Diskussion über diese und andere Fragen eintreten, bin ich jetzt gespannt, die Überlegungen der Kommission zu ihrer Gesetzesinitiative kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen und uns eine gute und spannende Veranstaltung. Vielen Dank, Herr Minister. Einen Augenblick noch. So, vielen Dank, Frau Knöfel. Sie haben das Wort. Einen schönen guten Morgen noch einmal, Herr Minister, meine Damen und Herren. Vielen Dank an die Veranstalter für die Einladung heute Morgen. Ich bin gebeten worden, Ihnen zum Stand der Arbeiten in der Europäischen Kommission zur Initiative Nachhaltige Unternehmensführung zu berichten. Und ich möchte das in drei Teilen tun. Zunächst uns gemeinsam den Hintergrund etwas in Erinnerung rufen, dann einen Überblick zum Stand der Arbeiten geben und drittens mit einem kurzen Ausblick enden. Zum Hintergrund. Herr Minister, Sie hatten den European Green Deal bereits erwähnt. Ich möchte vielleicht einige andere Beobachtungen anführen. Zum Beispiel, mehr und mehr Mitgliedstaaten haben Diskussionen zu Lieferkettengesetzgebung. In Deutschland wird über ein Lieferkettengesetz diskutiert. Auch hier in Belgien zum Beispiel gibt es ähnliche Diskussionen. Also mehr und mehr gibt es in dieser Hinsicht von Mitgliedstaaten. In den vergangenen Monaten haben uns auch das Europäische Parlament und der Rat in einerseits einer Legislativentschließung des Europäischen Parlaments, andererseits in Schlussfolgerungen des Rates uns die Kommission aufgefordert, eine Initiative vorzulegen zu nachhaltiger Unternehmensführung und zu sektorübergreifender Lieferkettengesetzgebung. Und wir, die wir uns mit dem Thema beschäftigen, kennen wir alle zahlreiche Aufrufe aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus Unternehmen, nachhaltige Unternehmenspraktiken zu fördern und so auch Rechtssicherheit und ein Level Playing Field zu erreichen. All das zeigt klar, der Wandel zur Nachhaltigkeit ist eine Notwendigkeit und er bedeutet für Unternehmen auch einen Wandel in der Unternehmensführung. Zweitens zum Stand der Arbeiten. Worum geht es? Schon heute richten sich Unternehmen an nachhaltigen Unternehmensmodellen aus. Worum es uns geht, ist, das zum Mainstream zu machen. Nachhaltigkeit und Resilienz in Unternehmensentscheidungen zu fördern und insbesondere Unternehmen beim Wandel zur Nachhaltigkeit zu unterstützen und das auch und gerade jetzt in der Phase des beginnenden Wiederaufbaus angesichts der Pandemiesituation. Dabei meint nachhaltige Corporate Governance in unserem Verständnis zweierlei. In zweierlei Hinsicht Unternehmen zu ermutigen, Entscheidungen an Nachhaltigkeitsgesichtspunkt zu messen. Einerseits die Frage, welche Auswirkungen hat Unternehmenshandeln auf Nachhaltigkeitsaspekte, auf Umwelt, Soziales, Menschenrechte. Andererseits dann aber auch die Frage, wie kann das Interesse des Unternehmens selbst an nachhaltiger und langfristiger Entwicklung gewahrt werden. Wir arbeiten derzeit in der Kommission im Anschluss an die Ankündigung im Arbeitsprogramm der Kommission von 2021 an dem notwendigen Impact Assessment, was dann die Entscheidung des Kommissionskollegiums über den Legislativvorschlag informieren wird. Und wir beide bauen darauf auf einer Reihe von Studien auf, die auch, und das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, die auch belegen, dass nachhaltiges Handeln auch aus Unternehmenssicht Sinn macht.
dass nachhaltige Unternehmen oft andere im Hinblick auf ihre Unternehmensleistung übertreffen und dass nachhaltige Unternehmen widerstandsfähiger waren. Das ist eine Studie gewesen vom Anfang der Pandemie, angesichts der durch die Pandemiesituation entstehenden Schocks. Lassen Sie mich nun auf die inhaltlichen Elemente kurz eingehen, die wir in unseren Arbeiten am Impact Assessment beleuchten. Zunächst mal gehen wir von der Arbeitshypothese aus, dass ein holistischer Ansatz der erfolgversprechendste ist. Und damit meine ich einerseits Sorgfaltspflichten für Unternehmen, dann andererseits zu unterfüttern und zu ergänzen durch Pflichten für die Unternehmensleitung. Und in dem Zusammenhang stellen wir uns erstens die Frage, wie kann die Pflicht der Unternehmensleitung zum Wohle der Gesellschaft zu handeln, die in allen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen verankert ist, besser verdeutlicht werden. Und zwar in dem Sinne, dass es um das langfristige und nachhaltige Unternehmensinteresse geht, was dann auch die Berücksichtigung von Stakeholderinteressen bedeutet. Zweitens geht es darum, das Management von Nachhaltigkeitsbelangen und Risiken im Unternehmen zu verbessern und deren Integration in die Unternehmensstrategie. Und drittens dann beziehen sich unsere Überlegungen auf die Einführung einer Sorgfaltspflicht für die Unternehmen selbst, also die Due Diligence im Hinblick auf soziale, menschenrechtsbezogene und Umweltaspekte bezogen auf die eigenen Initiativen und die Wertschöpfungsketten. Und in dem Zusammenhang kann ich sagen, dass unsere Überlegungen auf den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechten und den OECD-Leitsätzen aufbauen. Ausgangspunkt ist, dass nachhaltige tatsächliche und potenzielle Auswirkungen, die ein Unternehmen verursacht, zu denen es beiträgt und oder mit denen es vorhersehbar verbunden ist, von der Due Diligence abgedeckt sind. Und es geht darum, dass Unternehmen ihren Beitrag zum Nachhaltigkeitswandel leisten, indem sie ihre nachhaltigen Auswirkungen im Hinblick auf Menschenrechts-, Sozial- und den Umweltaspekte ermitteln, verhüten und verhindern. Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Zusammenhang natürlich der Verhältnismäßigkeit etwaiger Pflichten, wobei dazu zu sagen ist, dass im Prinzip schon die Idee der Due Diligence, die kontext- und risikobasiert ist, ja, dass da die Verhältnismäßigkeit inhärent ist. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass besonderes Augenmerk natürlich den kleinen und mittleren Unternehmen gilt, einerseits den Belastungen, aber auch den möglichen Chancen, die eine solche Initiative für sie mit sich bringen könnte. Wie können wir Belastungen mindern? Wie können wir zusätzliche Unterstützung anbieten? Und natürlich ist auch die Rechtsdurchsetzung ein wichtiges Element in unseren Überlegungen. Sie hatten es auch erwähnt, Herr Minister. Dabei umfassen unsere Überlegungen einerseits behördliche Kontrolle und Überwachung, aber auch die zivilrechtliche Haftung. Und wir wissen, dass hier die Rechtssicherheit und Klarheit eine wichtige Rolle spielt. Lassen Sie mich noch kurz erwähnen, dass in unsere Arbeiten zum Impact Assessment auch das umfangreiche Feedback einfließt, was wir für unsere öffentliche Konsultation erhalten haben. Knapp 500.000 Rückmeldungen. Wir haben vor kurzem jetzt eine Zusammenfassung dieser Rückmeldungen auf unserem besseren Rechtsetzungsportal veröffentlicht. Was ich hier nur erwähnen möchte, ist, dass es ein ganz klares Signal gegeben hat für bindende Sorgfaltspflichten, darüber hinausgehend über freiwillige Ansätze und Berichtspflichten. Und noch einen letzten Aspekt möchte ich zum Stand unserer Überlegungen erwähnen. Und das ist natürlich, dass diese Initiative im Rahmen anderer Initiativen im Rahmen des Green Deals natürlich nicht alleine steht. Und wir gehen im Moment davon aus, dass ein sektorübergreifender Ansatz der erfolgversprechendste ist, sehen dann aber auch, dass sektorspezifische Arbeiten, die in parallel laufen, dass diese sich dann gegenseitig ergänzen. Und Ergänzung ist auch das Stichwort, was das Verhältnis bestimmt zu dem aktuellen Kommissionsvorschlag zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Auch da geht es um die Komplementarität einerseits von Berichtspflichten und andererseits der materiellen Pflichten, mit denen wir uns auseinandersetzen, im Hinblick auf die gemeinsamen Nachhaltigkeitsziele. Ich hatte gesagt, ich werde drittens mit einem kurzen Ausblick enden. Lassen Sie mich zunächst zum Zeitplan sagen, dass im Hinblick auf die ursprünglich anvisierte Annahme des Vorschlags Ende des zweiten Quartals Verzögerungen auftreten werden. Davon gehen wir aus. Ich kann Ihnen aber sagen, wir arbeiten mit Hochdruck
an der Vorbereitung des Vorschlags und insbesondere an dem Impact Assessment. Und jetzt freue ich mich auf die heutige Diskussion, gerade zu rechtlichen Themen und auch darauf, aus dieser Diskussion etwas in unsere laufenden Arbeiten mitnehmen zu können. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Knöfe, für den spannenden und sehr prägnanten Einblick in die Arbeit der Kommission. Sie haben bereits viele rechtliche Fragen angesprochen, genauso wie Herr Minister Biesenbach. Es sind auch viele Diskussionspapiere, Stellungnahmen eingegangen und wir wollen heute ein paar rechtliche Fragen aus der ganzen Diskussion aufgreifen und knüpfen an das an, was jetzt ja auch gerade schon bereits besprochen worden ist. Aber lassen Sie mich jetzt mit den Panelisten einmal kurz nochmal zum allgemeinen Standpunkt kommen. Da möchte ich zunächst einmal Herr Pöttering die Frage stellen. Meine erste Frage, Herr Pöttering, Chance oder Ballast für den Unternehmensstandort Europa? Wie sehen Sie die Initiative der Europäischen Kommission? Ist das notwendig? Ich glaube, wir sind alle uns sehr einig, was die grundsätzlichen Ziele angeht, was die Einhaltung der Menschenrechte angeht, was Nachhaltigkeit angeht und auch, was eben von Frau Knöfel gesagt wurde, dass Nachhaltigkeit auch eine große Chance ist, gerade für uns hier, unsere Unternehmen in Europa. Wir sind ja nicht die billigsten im Angebot, sondern wir sind die langlebigsten, die qualitativ hochwertigsten, die effizientesten Produkte herstellen. Und natürlich hat da das Kriterium Nachhaltigkeit große Chancen auch für unsere Absatzmöglichkeiten in der Welt. Das ist völlig richtig. Aber die Frage ist doch jetzt, dass wir die guten Ziele hier versuchen, durch ein Gesetz, wie es in Deutschland passiert, oder dann durch die Richtlinie auf europäischer Ebene, sehr, sehr einseitig den Unternehmen sozusagen aufzudrücken. Die Staaten schließen Abkommen, Karten, was auch immer, wo man sich auf Menschenrechte verpflichtet. Da werden Klimaabkommen geschlossen, etc. pp. Und was dann die internationalen Partner daraus machen, das überlassen jetzt sozusagen die Staaten, auch die Europäische Union, den Unternehmen und sagt, was wir als Staaten, als Politik nicht durchsetzen können, das wird jetzt euch in die Schuhe geschoben. Und die Vorschläge, die im Moment da sind, das kann man nur sagen, würden die Unternehmen überfordern. Und ich will auch sagen, ich glaube auch, dass die Ziele in diesem Ausmaß auch das Gesetz am Ende überfordern werden. Weil wenn man sich anguckt, wie komplex Lieferketten heutzutage sind, sie haben ganz schnell auch als mittelständisches Unternehmen eine vierstellige Zahl von Zulieferern, die in irgendeiner Weise am Zustandekommen ihres Produktes beteiligt sind. Das merken wir im Moment in der Corona-Pandemie. Gerade nach dem ersten Lockdown haben wir das ganz klar gemerkt. Wenn ein Teil irgendwo fehlt, kommt die ganze Produktion zum Stehen. Und teilweise wissen sie gar nicht, können sie auch gar nicht wissen, bei noch so großer Sorgfalt, bei noch so großer Anstrengung, welche Zulieferer in der 7., 8. Stufe ihrer Kette da sind. Und da sowohl auf Bundesebene jetzt der Gesetzentwurf am Ende und auch das, was wir jetzt als Bericht des Europäischen Parlaments haben zu dem Thema, ja völlig ausufernd die ganze Lieferkette hier schützen will, muss man einfach sagen, es ist eine ganz klare Überforderung. Und das am Ende, nicht die Nachhaltigkeit ist das, was den Standort belastet, sondern völlig unrealistische Gesetzgebung, die am Ende einfach dazu führen, dass bestimmte Sachen nicht mehr passieren können. Ja, Frau Lorenz, wenn Sie jetzt den Standpunkt der Unternehmer so hören zu dem Thema, stellt sich vielleicht ja doch die Frage, wir fangen jetzt mit einem ganz neuen Regelungskonzept an, Due Diligence, Sorgfaltspflichten, die dritte Säule, wie es Frau Knöfel gerade gesagt hat. Warum geht man nicht nochmal einen Schritt zurück und sagt, naja, wir haben ja begonnen, mit bestimmten Berichtspflichten Unternehmen etwas aufzuerlegen. Da zeigt sich vielleicht auch eine Wirkung. Warum wollen wir nicht mehr auf Transparenz Berichtspflichten möglicherweise setzen in Bilanzen? Warum reicht möglicherweise nicht neue Regeln für den Kapitalmarkt? Warum soll es jetzt ein so breites Geflecht an Regelungen gehen bis, ich möchte mal formulieren, ins letzte Glied der Kette? Ja, also ich gehöre natürlich ganz klar zum Team Chance. Ich sehe, dass das Paket, das in der EU jetzt verhandelt wird oder auch noch vorbereitet wird, dass das ganz klar dazu beitragen wird, dass der große Wirtschaftsraum EU
an nachhaltiger Globalisierung einen wesentlichen Anteil hat und eben auch eine faire Wertschöpfung schafft. Und man kann schon, denke ich, recht klar sagen, dass Freiwilligkeit sich in den letzten Jahrzehnten nicht ausgezahlt hat. Das zeigen nicht zuletzt der Prozess, also die Studien um den nationalen Aktionsplan in Deutschland, wo man ja gesagt hat, wir fassen ein Gesetz gar nicht an, wenn mehr als 50% größerer Unternehmen das schon freiwillig eine menschenrechtliche Sorgfalt umsetzen. Es waren aber dann letztlich nur um die 17%. Ja, und ähnliche Ergebnisse kommen aus den Niederlanden oder auch aus der großen Studie der EU Anfang 2020, dass die Freiwilligkeit also auf Mikrounternehmensebene nicht ausreicht, um die Wirtschaft da entscheidend zu lenken. Und in Bezug auf Berichtspflichten, lassen Sie mich ein Beispiel nehmen aus der Berichtspflicht, die in England inzwischen seit 6 Jahren besteht, in Bezug auf Kinder- und Zwangsarbeit, der sogenannte UK Modern Slavery Act seit 2015. Da ist jetzt gerade Anfang des Jahres noch mal eine Erhebung gemacht worden zu dessen Wirksamkeit. Und der UK Modern Slavery Act sieht also Berichtspflichten vor, ohne die Inhalte des zu Berichtenden klar festzulegen. Es gibt keine behördliche Kontrolle und es gibt kaum Sanktionen. Also man kann eine Unterlassungsklage anmachen, wenn gar kein Statement gemacht wird, aber die Unternehmen können letztlich auch berichten, ich habe keine Strategie zur Zwangsarbeit. So, also ein relativ unrobustes Gesetz und erschreckend wird festgestellt, dass nur 60% der Unternehmen, die davon überhaupt erfasst sind, überhaupt so ein Statement unterschrieben haben. Das heißt, obwohl es ein Gesetz gibt, halten sich an so eine Berichtspflicht, die nicht mit nicht substanzieller ausgestattet ist, mit einem Verhaltenspflicht, halten sich nur 60% der Unternehmen. Insofern ist für uns relativ klar, man braucht schon eine menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflicht. Und wir hoffen da auch, dass die auf der EU-Ebene doch über das, was Frau Knüffel auch gesagt hat, was jetzt so in den einzelnen Staaten passiert, dass darüber hinaus die Komponente Zugang zum Recht für Betroffene nochmal gestärkt wird. Ja, dass also auch sowas wie das deutsche Lieferkettengesetz, wenn es denn hoffentlich kommt, dass Deutschland da auch den Mut hat, im Rahmen der 27 anderen Mitgliedstaaten noch weiterzugehen auf EU-Ebene und das deutsche Gesetz nur als Baustein zu verstehen und nicht als Blaupause, um eben im Bereich Zugang zum Recht noch weiterzugehen und auch in Bezug auf Umwelt gut bezogene Sorgfaltspflichten, da noch etwas einen breiteren Ansatz zu wählen als in den einzelnen Staaten. Ja, Herr Henrichs, vielleicht jetzt die Frage an Sie, das ein bisschen besser oder ein bisschen mehr einzuordnen in dem Zusammenhang. Due Diligence, Sorgfaltspflichten, ist das ein ausuferndes Konzept, was da auf die Unternehmen zukommt? Ich meine, es gibt ja im Augenblick kaum ein Gesetz, weder national noch international, was nicht das Stichwort Risikomanagement irgendwo reinschreibt. Ist das was, wo die Unternehmen mit umgehen können? Oder ist es vielleicht doch eher ein betriebswirtschaftliches Konzept, wo es dann schwierig wird, das ins rechtliche Normen zu gießen? Wie sehen Sie den Ansatz beim Thema Sorgfaltspflichten? Ja, vielen Dank. Also selbstverständlich können Unternehmen mit Risikomanagementsystemen umgehen. Das ist ja auch gar nichts Neues, das haben wir schon lange. Wir haben auch schon seit längerer Zeit die Ausrichtung dieser Risikomanagementsysteme auf die spezifischen CSR-Belange. Das ist auch im Prinzip nichts Neues. Also, dass die damit umgehen können, glaube ich, ist gar nicht die Frage. Dennoch bin ich hier im Ausgangspunkt bei meinem Vorredner, Herr Pöttering. Ich sehe hier durchaus Potenzial für Überforderung. Aber lassen Sie mich vielleicht noch kurz zur Einordnung was sagen.
Sie haben ja die Frage gestellt, ist das notwendig? Ich glaube, diese Frage hat vier Aspekte. Der erste Aspekt ist die grundsätzliche Zielsetzung. Zweiter ist die Einbeziehung der Unternehmen in diese Pflichten, die eigentlich andere erdacht haben und die auch sich primär an andere adressieren. Drittens ist die Ausformung der Pflichten und viertens ist der Sanktionsrahmen. Die Zielsetzung, die grundsätzliche Zielsetzung, wer wird da schon was dagegen haben? Ja, das wird ja auch heute deutlich in der Diskussion, da sind alle einig. Aber auch da möchte ich ehrlich gesagt ein bisschen Essig in den Wein der Begeisterung schütten. Die EU stützt ihre Maßnahmen auf Binnenmarkt, auf Niederlassungsfreiheit. Was hat das Ganze denn mit Binnenmarkt zu tun? Der Kern dieses Anliegens ist eigentlich ein ganz anderer, nämlich erzieherisch die Geschäftspolitik der Unternehmen zu ändern. Und da kann man schon die Frage stellen, hat die EU dafür eigentlich die Kompetenz? Ich mache da mal wirklich ein großes Fragezeichen dran. Der zweite Punkt, Einbeziehung der Unternehmen in die Pflichten. Wie gesagt, das ist nichts ganz Neues. Das haben wir schon im Rahmen der CSR-Reporting-Richtlinie, die ebenfalls schon vorschreibt, dass wir entsprechende Systeme aufsetzen müssen. Und ich kann sagen, ganz anders als Frau Lorenzen meint, Frau Lorenzen sagte ja, Freiwilligkeit hat nicht funktioniert. Das ist nach meinem Eindruck, stimmt das einfach nicht. Das CSR-Reporting hat sehr viel bewirkt. Die Thematik ist deutlich in der Awareness nach oben gerutscht, vielleicht nicht unbedingt direkt Chefsache beim CEO, aber es ist deutlich nach oben gerückt und hat etliche gute Veränderungen in den Unternehmen angestoßen. Man muss hier im Übrigen auch sagen, was vorhin schon mal kurz angeklungen ist, der Ausgangspunkt dieser ganzen Pflichten sind ja staatsrechtliche, völkerrechtliche Verträge. Und die Adressaten dieser Verträge sind eigentlich die Staaten. Jetzt wird das umgewälzt auf die Unternehmen. Das ist ein bisschen ein Vertrag zulasten Dritter. Wie gesagt, es ist nicht ganz neu und ich will mich auch da gar nicht prinzipiell dagegen aussprechen, weil ich glaube, wir kommen ohne die Unternehmen da nicht aus. Aber bitte mit Augenmaß. Und dann bin ich bei dem dritten Punkt, die Ausformung der Pflichten. Da beginnen meines Erachtens die Probleme. Ist es wirklich sinnvoll, von allen alles zu verlangen? Also, wenn ich den Entwurf lese, dann sind die Pflichten bezogen auf sämtliche Menschenrechte mit entsprechender Unbestimmtheit in vielen Detailfragen, bezogen entlang der gesamten Kette, ohne Fokussierung zum Beispiel auf fundamentale Menschenrechte ohne Fokussierung auf unternehmensspezifische Gefahrenquellen. Ein Beispiel. Soll der Automobilhersteller wirklich auch für Rohstoffe in seinen Handys und in der EDV verantwortlich sein? Wäre da nicht vielleicht weniger mehr? Fokussierter würde vielleicht besser wirken. Und besonders problematisch, darauf werden wir sicherlich im Laufe der weiteren Diskussion noch eingehen, finde ich die Sanktionsmechanismen, die hier vorgesehen sind. Ich glaube, da droht ein Bürokratiemonster, da droht ein Zertifizierungsunwesen und die vom Herrn Minister zu Recht angemahnte Rechtssicherheit, die sehe ich nicht. Also wenn Frau Knöfel sagt, das Ganze sei angelegt auf Verhältnismäßigkeit, Berücksichtigung der Besonderheiten der KMU und auf Rechtssicherheit. Da kann ich nur sagen, das klingt gut, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ja, vielen Dank, Herr Henrichs. Das waren eine ganze Menge rechtliche Aspekte, die wir vielleicht jetzt noch mal einzeln auch ein bisschen näher vertiefen möchten. Da möchte ich auch direkt das Wort an Frau Lorenzen richten an der Stelle. Frau Lorenzen, Sie haben jetzt auch ein zum Teil kritische Anmerkungen dazu gehört, insbesondere was so die Reichweite der Pflichten angeht. Wenn wir uns jetzt mal ins Thema Anwendungsbereich des Vorhabens herausgreifen und da mal auf die kleineren und mittleren Unternehmen sehen, Herr Mr. Spraß an, Herr Henrich Spraß an, warum testen wir das nicht erst einmal bei großen Unternehmen, die über den entsprechenden Verwaltungsapparat verfügen, bevor wir das Risiko eines zu großen Flurschadens möglicherweise dann bei kleinen und mittleren Unternehmen oder in unserem Recht eingehen? Ja, also wie Herr Henrichs ja eben auch nochmal rausgestellt hat, die Awareness, glaube ich, ist bei den KMU schon längst angekommen. Und es gibt drei gute Gründe, warum wir die
mit einbeziehen sollten. Erstens ist Ihre Rolle zumindest in der deutschen Wirtschaft ja sehr groß. Insofern würde man sich dieser Chance begeben, wenn man nur große Unternehmen einbezöge. Aber was wichtiger ist, es ist, glaube ich, für KMU erstens machbar, es ist vorteilhaft und es bringt Zusatzkosten, die aber sehr überschaubar sind. Also Machbarkeit. Die meisten KMU kennen ihre Lieferkette besser. Ja, also deutsche Mittelständler sind bereits heute in der Lage, ihre Zulieferketten wirklich gut zu organisieren. Und sonst wären sie auch nicht so erfolgreich. Ja, und wenn die Qualität der Produkte so in technischer Hinsicht garantiert werden kann, dann ist es nur noch ein Schritt, das eben auch in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte zu tun. Dann sind die Pflichten ja auch, werden angepasst. Also die Pflichten sind im Absoluten nicht die gleichen. Dazu dient ja genau dieser Angemessenheitsansatz, dass man sagt, abhängig von der Art und dem Umfang der Geschäftstätigkeit, vom Einfluss auf die unmittelbaren Verursacher von Menschenrechtsrisiken in Bezug auf Schwere und Risiko sinkt der Pflichtenrahmen. Ja? Also wenn man eine kurze Lieferkette hat und nicht viel Einfluss, dann sind die Pflichten auch nicht die gleichen. Dann haben sich auch diverse KMU dafür ausgesprochen gesagt, es macht produktiver, wettbewerbsfähiger, die Kontrollkosten sinken, wenn ich meine Lieferkette kenne und eng mit Zulieferern zusammenarbeite und damit die Risiken auch kontrolliere. Und ich darf nur noch mal daran erinnern, die Kostenschätzungen der EU-Kommission in Bezug auf die Kosten für eine Due Diligence entlang der gesamten Lieferkette sind wirklich minimal. In Bezug auf große Unternehmen sind wir da im Tausendstelbereich eines Prozents, also 0,005% der Gewinne und bei kleinen und mittleren Unternehmen im Hundertstelbereich. Und auch das Handelsblatt hat gerade noch mal letzte Woche eine Umfrage oder eine Auswertung veröffentlicht, in der eine Selbsteinschätzung auch gerade bei KMU durchgeführt wurde, die auch allesamt noch im Zehntelbereich des Umsatzes lagen, des Umsatzes. Ja, also und warum sollen Unternehmen, die es ansonsten schaffen, in verschiedensten Ländern Unternehmenssteuersätze, die bis über 10% auseinanderklaffen, das zu meistern, ohne diesem Wettbewerbsnachteil so zu unterliegen. Warum sollen die nicht es auch hinbekommen, die Verwaltungskosten, wenn sie so gering sind, zu meistern? Und das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Standortnachteil. Vorteile vielleicht auch für kleine und mittlere Unternehmen. Herr Pöttering, ist das nicht vielleicht doch alles eher ein Schattengefecht? Also selbst wenn wir nur die großen Unternehmen einbeziehen, das Gesetzgebungsvorhaben, letztlich werden die doch über ihre eigenen Lieferketten die Pflichten nach unten abwälzen. Und zwangsläufig auch kleinere und mittlere Unternehmen werden mit in den Sog dieser Sorgfaltspflichten geraten. Und ist es da vielleicht nicht sogar aus Schutzgesichtspunkten eher angesagt, sogar klare Regeln zu treffen, was möglicherweise deren Aufgabe ist? Ja, also Sie haben völlig recht. Wenn man den deutschen Gesetzentwurf anguckt, ist er ja ausdrücklich auch die Verpflichtung für die großen Unternehmen, ihren Zulieferern, auch kleinen und mittleren Unternehmen, vertraglich die Einhaltung der Sorgfaltspflichten für die Lieferkette aufzugeben. Und natürlich überfordert das die Unternehmen, denn ich könnte Frau Lorenzen ja noch folgen, wenn wir wirklich sagen, es gilt für den unmittelbaren Zulieferer, den man hat. Aber hier wird wirklich unterschätzt, wie komplex Lieferketten sind. Und in diesen Umfragen, da bin ich mir ganz sicher, dass gerade KMU da ihren direkten Lieferanten mit meinen und sagen, den kenne ich und dafür kann ich auch in einem verantwortbaren Umfang eine gewisse Haftung übernehmen. Nur das Bauteil, das dann das Unternehmen zugeliefert bekommt,
Das ist vielleicht schon durch 20, 30 Verarbeitungsschritte gegangen. In diesen Verarbeitungsschritten sind auch wieder Rohstoffe, Chemikalien, was auch immer benutzt worden, die ich im Nachhinein gar nicht mehr nachvollziehen kann. Und das ist schlichtweg einfach nicht mehr nachprüfbar. Das ist faktisch nicht nachprüfbar und es ist vielfach auch rechtlich gar nicht möglich, weil natürlich in diesen Lieferketten, wo Sie ja auch bei bestimmten Bauteilen haben Sie ja Urheberrechte, die dort betroffen sind. Und natürlich liefert Ihnen der Lieferant ein Produkt mit einer zugesicherten Eigenschaft. Aber wie genau das produziert wurde, teilweise welche Bestandteile dort enthalten sind, das sind ja auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die bewusst nicht freigegeben werden sollen. Und das einem KMU aufzugeben, wirklich bis ins fünfte oder sechste Glied der Lieferkette, das halte ich für völlig, völlig unrealistisch. Und es wird dazu zur Folge haben, entweder wenn es ihnen privatrechtlich aufgezwungen wird oder gleichgesetzlich, dass die sich in vielen Bereichen einfach zurückziehen werden müssen. Überall da, wo es komplexer ist. Und dann sage ich Ihnen, dadurch wird in den Ländern, wo jetzt diese Produkte dann herkommen, wird die Menschenrechtslage nicht besser, denn da werden andere werden in diese Lücken vorstoßen. Und dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten da nichts passiert ist, glaube ich, dem muss man wirklich eindeutig widersprechen. Natürlich wünscht man sich in vielen Bereichen, dass es schnellere Entwicklungen gibt. Aber das sind, glaube ich, wirklich Dinge, die nicht in erster Linie den Unternehmen anzulasten sind, sondern den politischen Verhältnissen auch vor Ort. Und wenn Sie vergleichen, Unternehmen, die in internationalen Lieferketten sind, auch in diesen Ländern, da geht es den Mitarbeitern in 99,9% der Fälle besser als in anderen Unternehmen vor Ort, die in diese Lieferketten nicht einbezogen sind. Ja, Herr Henrichs, macht Sinn aus Ihrer Sicht zu differenzieren und wo könnte man sich dran orientieren? Sind so diese Bilanzierungsrichtlinien vielleicht ein Ansatzpunkt, die ja auch nach bestimmten Größenkriterien unterscheiden? Oder wie will man den Spagat zwischen großmöglichster Anwendung, aber auch Verhältnismäßigkeit hier bewerkstelligen? Ja, vielen Dank. Also ich will kurz noch etwas zu Frau Lorenzen sagen. Sie hat da eingangs formuliert, in Anlehnung an die Diktion des bayerischen Ministerpräsidenten, sie gehöre zum Team Chance. Also das macht mich immer etwas unruhig. Zum Team Chance gehören besonders gern diejenigen, die es dann nicht vor Ort machen müssen. Also die Unternehmen, die sehen darin zwar eine Chance, aber sicherlich nicht in dem jetzt vorliegenden Gesetzesentwurf. Das CSR, ESG für KMU vorteilhaft ist, machbar. Ja, okay, wenn das so wäre, dann kann man es auch den Unternehmen überlassen. Dann muss man keine gesetzlichen Zwangsbeglückungen einführen. Und was die angeblich geringen Zusatzkosten angeht, also Kostenschätzungen der EU-Kommission sind minimal. Soll uns das wirklich beruhigen? Also ich kenne keine einzige Kostenschätzung irgendeines Parlaments, die je zugetroffen hätte. Wenn Sie sich anschauen, was die CSR-Richtlinienumsetzung, was da an Kostenschätzungen drinsteht und was an Kosten tatsächlich am Ende bei den Unternehmen angekommen ist, also ich glaube, das ist nicht wirklich beruhigend zu sagen, das wird alles eine minimal kostenintensive Veranstaltung werden. Das wird es ganz sicherlich nicht. So, zum Anwendungsbereich. Ich bin da völlig bei Ihnen, Herr Strunk. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Gespensterdebatte, weil die KMU so oder so betroffen sein werden. Sie sind es, solange das so bleibt, wie es jetzt vorgesehen ist, dass die Pflichten wirklich entlang der gesamten Lieferkette einzuhalten sind, dann wird das natürlich durchgereicht werden. Dann wird das durchgereicht werden in den verschiedenen Kettengliedern und dann sind eben auch die KMU betroffen. Wären klare Regeln da nicht besser, haben Sie gefragt, bin ich völlig bei Ihnen, nur ich befürchte, die Regeln, die wir hier jetzt haben, sind halt nicht klar. Klare Regeln wären wünschenswert, aber das ist, glaube ich, in dem gegenwärtigen Gesetz nicht
gewährleistet. Ich bin da ganz beim Herrn Minister. Ich würde sagen, viel klüger wäre es aus meiner Sicht, schrittweise vorzugehen und, ich sage es mal mit anderen Worten, den Fuß da etwas vom Gas zu nehmen und zunächst einmal andere Wirkungsmechanismen, die man ja parallel auch geht, abzuwarten. Ich muss mich ja auch noch mal vor Augen führen, wir haben ja nicht nur das Reporting, sondern wir haben eine Regulierung der Produktionsseite. Wir haben Umweltstandards, wir haben Standards zur Arbeitssicherheit. Wir haben jetzt zunehmend als neue Idee die Regulierung der Finanzierungsseite, also Green Financing, der Green Deal, der angesprochen worden ist, aber auch zunehmend privatrechtliche Initiativen über institutionelle Anleger oder grüne Anlagestrategien. Warum nicht erstmal das Instrumentarium abwarten, bevor man hier ein neues Gesetz macht, das Sorgfaltspflichtengesetz heißt, aber eigentlich Sanktionengesetz heißen müsste? Denn der Fokus liegt ja auf den Sanktionen, die da vorgesehen sind. Ja, vielen Dank. Vielleicht dennoch diese Konzepte, die UN-Konzepte und die OECD-Leitlinien sehen es ja vor, diese Sorgfaltspflichten in Prozessen einzurichten. Deswegen würde ich gerne diesen Punkt noch ein bisschen mit Ihnen vertiefen. Herr Pöttering, Sie sprachen es an, möglichst auf mehrere, dass es in tiefere Glieder gehen kann. Was sind denn genau die Kritikpunkte gegen die Sorgfaltspflichten, wie sie in diesen Konzepten auftauchen? Und vielleicht bei den Sorgfaltspflichten, was würden Sie sich denn wünschen an Rechtssicherheit bei dem Thema? Ja, also Frau Lorenzen hat ja eben gesagt, das wird alles durch Angemessenheit, wird das auf den jeweiligen Einzelfall angepasst. Aber die Frage, was ist angemessen, die ist natürlich völlig, völlig unklar. Und wenn man jetzt den deutschen Gesetzentwurf ansieht, da ist erstmal die Frage, was ist der Maßstab, der an die Unternehmen in der Sorgfalt angelegt wird? Und dann die zweite große Frage, die ja noch völlig offen ist, ist, welcher Maßstab wird dann sozusagen den Behörden bei der Kontrolle und bei der Ausübung des Ermessens dann an die Hand gegeben? Da soll es ja nochmal eine Verordnung geben. Schon interessant, dass da ein Gesetz beschlossen wird oder werden soll, in dem diese zentrale Frage, die ja sozusagen Ausgangspunkt dann auch aller Sanktionen ist, die dann mal ebenso nonchalant erstmal offen gelassen wird und auch dem Gesetzgeber an der Stelle vorenthalten. Das zeigt schon sozusagen die Herangehensweise, wo das Ziel vermeintlich alle Zwecke heiligt und wo man dann auch über den Einzelfall dann einfach hinweggeht. Also wir brauchen schon, das ist natürlich schwierig in diesen komplexen Wertschöpfungsnetzwerken, die wir haben, aber wir brauchen schon eine klarere Beschreibung auch dessen, was wirklich verlangt wird. Und gewisse Maßstäbe müssen den Unternehmen auch an die Hand gegeben werden. Da kann man nicht einfach sagen, ja, je weiter das weg ist, desto geringer ist es dann. Da kann ein mittelständisches Unternehmen, das keine großen Rechtsabteilungen hat, kann damit erstmal nichts anfangen. Und es wird einfach abschrecken. Wenn die Sanktionsandrohungen zu hoch sind, dann wird man sich dieser Mühe einfach nicht unterziehen können. Und dafür gibt es auch Beispiele. Wir haben vor ein paar Jahren mal wirklich einen Wettlauf der Vergaberechte gehabt, wo auch sehr abstrakt zu Beginn Ziele festgelegt wurden mit Dokumentationspflichten etc. pp., wo man gemerkt hat, dass die Zahl der Unternehmen, gerade Mittelständler, die sich an diesen Ausschreibungen beteiligt hat, massiv zurückgegangen ist. Und was selbst dann eine rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen zum Anlass genommen hat, das eigene Vergabegesetz dann nochmal zu novellieren und dann mit Risikolisten zum Beispiel, das dann nochmal präzisiert hat. Also dieses ausufernde, klare Maßstäbe bestimmter zu sein, das ist, glaube ich, hier das Allerwichtigste. Und um alles andere werden wir nicht umherkommen. Da kann ich Herrn Professor Henrichs nur voll zustimmen. Wir müssen in der Lieferkette irgendwo einen klaren Strich machen. Und aus unserer Sicht kann das gerade für KMUs wirklich nur auch der erste Zulieferer sein. Ja, Frau Lorenzen, das Bedürfnis nach Rechtssicherheit, was jetzt auch Herr Pöttering ansprach,
Das können Sie wahrscheinlich aus Sicht der Unternehmen nachvollziehen. Wie will man es erreichen? Oder ist da nicht vielleicht doch es angemessen, einen größeren Ermessensspielraum auch gesetzlich vorzusehen, dass eben nicht alles nachprüfbar ist, was an Einschätzungen getroffen wird? Denn die Unternehmen können ja möglicherweise vor der Situation stehen. Sie denken sich was Hübsches aus, gerade im Bereich Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen. Und nachher sagt ein Gericht, naja, das hätte es aber anders machen müssen. Ja, also nochmal klarer Einstieg mit in Bezug auf die Ausformung der Pflichten. Also alle Menschenrechte und umweltbezogene Rechte, ja. Ganze Wertschöpfungskette, ja. Langsamer, nein. 30 Jahre Freiwilligkeit zeigen uns, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Überforderung, nein. Klares Nein. Also und woran liegt das? Aus meiner Sicht sind die Vorgaben, die internationalen Vorgaben der UN-Leitprinzipien ja da auch sehr klar. Es geht um einen risikobasierten Ansatz. Und der soll gerade flexiblem unternehmerischem Handeln auch Vorschub leisten. Risikobasiert bedeutet, Unternehmen dürfen priorisieren. Natürlich kann man nicht jedes Risiko bei 100.000 Zulieferern gleichzeitig angucken. Das ist auch gar nicht verlangt. Es geht darum zu priorisieren, was sind die Menschenrechts- und Umweltrisiken und die zu adressieren und auch wirksam zu adressieren. Und das wird durch die Angemessenheit der Maßnahmen gewährleistet, durch diesen Begriff der Angemessenheit. Not one size fits all. Ich habe eher im Ohr, dass in Bezug auf Berichtspflichten dann gesagt wurde, warum werden die jetzt hier im Einzelnen so festgezurrt? Das muss doch dem Unternehmen überlassen bleiben, worüber es berichten wird. Wenn man das in Bezug auf die unternehmerische Sorgfalt macht, dann heißt es plötzlich wieder, es ist zu unbestimmt. Ja, also die Angemessenheit ist eine Verankerung des verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzips in diese Frage der menschenrechtlichen Sorgfalt. Und wegen der Schwierigkeit, das so genau zu fassen, ist es ja auch keine Erfolgspflicht, sondern eine Bemühenspflicht, bei der die Elemente auch aus der langjährigen Erfahrung mit anderen Gesetzen, mit Unternehmen, die freiwillig umsetzen, recht klar. Risikoermittlung, Präventionsmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen, Kommunikation darüber. Das ist relativ klar. Außerdem gibt es ja die Möglichkeit, und die wird ja auch genutzt, denken Sie an Forum Nachhaltiger Kakao. Es gibt Brancheninitiativen, die das für bestimmte Sektoren gut ausbuchstabieren. Oder auch Multi-Stakeholder-Initiativen wie jetzt der Branchendialog Automobil in Deutschland, die formulieren diesen Angemessenheitsbegriff in Bezug auf die bestimmte Pflichtelemente eben auch für Branchen stärker aus, damit es keine Überforderung wird. Und ja, also insofern solche Best-Practice-Ansätze, Guidance, Unterstützung durch die OECD, Leitfäden oder auch Leitfäden, wie jetzt der europäische Entwurf ja auch vorsieht, Unterstützung an vielerlei Stellen helfen da sicher auch noch mal das in den Griff zu bekommen. Und das, was Sie als letztes angesprochen haben, Herr Strunk, also dieses auf hoher See sein vor den Gerichten, ich denke mir, das Zivilrecht wimmelt vor unbestimmten Rechtsbegriffen. Ja, also denken Sie an die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, unseren Fahrlässigkeitsmaßstab nach 276 BGB. Ja, das in Bezug auf Verkehrssicherungspflichten haben die Gerichte das natürlich in langen Jahren ausformuliert. Was bedeutet es denn, eine Gefahrenquelle organisieren, dass sich keine Risiken verwirklichen? Und es kann natürlich immer sein, dass wenn jemand vor ihrem Haus im Schnee ausrutscht, das Gericht dann danach sagt, du hättest nicht nur einen Winterdienst bestellen müssen, der zweimal die Woche kommt und bei Neuschnee im Laufe des Tages, sondern am Anfang des Tages. Und davon, finde ich, unterscheidet sich das, was oder diese letztliche Restunsicherheit, wie wird es dann ausgeformt, auch nochmal in der Rechtsprechung, das unterscheidet sich bei so einem Gesetz nicht von dem, was Unternehmen auch jetzt schon kennen. Ja, vielen Dank, Frau Lorenzen.
Vielleicht noch eine Frage an Herrn Hendricks, bevor ich dann auch noch mal Frau Knöfel zu der Frage reinholen möchte in die Diskussion. Hendricks, diese OECD-Grundsätze und UN-Leitprinzipien, Frau Lorenzen sprach das jetzt gerade an, halten aus Ihrer Sicht klare Vorgaben. Und dann ist ja doch ein gewisser Spagat zu erkennen zwischen dem Verlangen nach bestimmten Regelungen auf der einen Seite, aber Regelungen für den anderen, für den Einzelfall soll es dann auch geben. Wie löst man diesen Spagat und ist aus Ihrer Sicht, können wir einfach auf die OECD-Grundsätze verweisen und dann haben wir ein fertiges Gesetz? Oder welche Transformationsleistung hat der europäische Gesetzgeber und der nationale Gesetzgeber möglicherweise zu erbringen? Ja, also ich halte das für sehr problematisch, diese Verweisungstechnik, die da vorgesehen ist. Wir haben in dem ganzen Gesetz erhebliche Potenziale für sehr große Rechtsunsicherheiten. Das wird man, insofern stimme ich Frau Lorenzen zu, am Ende des Tages nicht völlig ausschließen können. Das ist auch nicht völlig neu. Das haben wir auch in anderen Zusammenhängen. Frau Lorenzen hat zu Recht die Verkehrssicherungspflichten und die Fahrlässigkeitsrechtsprechung genannt. Und was die deutschen Gerichte angeht, bin ich auch relativ zuversichtlich, dass wir da eine Judikatur mit Augenmaß finden werden. Das hat die deutsche Rechtsprechung jedenfalls in anderem Zusammenhang ganz prima bewältigt. Aber erstens, bis diese Maßstäbe durch Judikatur verdichtet sind, wird es eine lange Zeit brauchen. Und solange haben wir da dann diese inhärente Rechtsunsicherheit. Zum anderen, wie das andere Gerichte anderer Mitgliedstaaten handhaben werden, wie das dann der einst der EuGH handhaben wird, wenn diese Fragen zu ihm kommen, das muss man mal abwarten. Anders als die deutschen Gerichte, die im Zusammenhang mit der Produkthaftung und der Verkehrssicherungspflicht ja auf eine jahrzehntelange Rechtsprechungstradition zurückgreifen können, die dann auch in neuen Fragen wenigstens ein Mindestmaß an Rechtssicherheit gewährt, betreten wir hier doch deutlich Neuland. Aber lassen Sie mich noch einen anderen Punkt sagen, darauf zielt ja auch Ihre Frage, nämlich zu der Übernahme dieser internationalen Leitprinzipien. Die sind sehr unbestimmt. Die sind oft ja nur programmatisch. Und wenn Sie sich anschauen, welche Schwierigkeiten die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit der Konkretisierung unserer Grundrechte hatte, welche Abwägungen im Einzelfall hier zu treffen sind, der kann in etwa ermessen, welche Schwierigkeiten da auf die Unternehmen zukommen werden. Also mit dem schlanken Verweis auf diese internationalen Prinzipien ist die gebotene Rechtssicherheit meines Erachtens nicht gewährleistet. Und das Ganze wird dann schon auch zu einem Rechtsstaatsproblem. Ich kann programmatische Anforderungen aufstellen, solange die nicht scharf sanktioniert werden. Aber wenn ich da Bußgelder dranhänge, wenn ich da spürbare persönliche Schadenersatzsanktionen dranhänge, dann wird die Bestimmtheitsproblematik umso schärfer. Gerade im Bußgeldbereich, da sind wir ja im strafrechtlich relevanten Zusammenhang, darf das wirklich sein, dass ein Unionsgesetzgeber irgendwelche anderen außerrechtlichen Vereinbarungen in Bezug nimmt und an die Verletzung dieser sehr unbestimmten Mechanismen dann Bußgelder dran gehängt werden. Also ich habe da sehr große Zweifel. Ja, Frau Knöfel, vielleicht an dieser Stelle mal nochmal Sie gefragt. Wir haben jetzt viel über die OECD-Grundsätze gesprochen und die UN-Leitprinzipien und Sie werden als Maßstab genommen. Sie haben es auch gerade erwähnt, Sie orientieren sich auch bei Ihrer Arbeit dabei. Ist der Weg da über diese Konzepte sozusagen vorgezeichnet, alternativlos? Oder gibt es auch die Möglichkeit, mit Negativlisten zu arbeiten, wie wir das gerade angesprochen haben, oder Herr Pöttring das angesprochen hat? Wie ist da zu der Diskussion Ihr Stand? Ja, vielen Dank. Ich wollte vielleicht an dieser Stelle, wenn ich darf, noch zwei kleine Sachen vorweg ansprechen, weil ich nicht widerstehen kann angesichts der Diskussion, die wir alle gehört haben. Zunächst würde ich gern sagen zur Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage ist als Problematik angesprochen worden. Gibt es denn eine auf europäischer Ebene? Wir gehen davon aus,
dass in der Tat die einerseits die Rechtsgrundlage im Gesellschaftsrecht oder auch eben die Binnenmarktrechtsgrundlage, je nachdem, wie sich die dann letztlich ergänzen werden, zur Verfügung stehen. Unsere Arbeitshypothese ist im Moment sogar tatsächlich die Niederlassungsfreiheit, also die Artikel 50 zum Gesellschaftsrecht, weil wir, ich hatte das eingangs erläutert, das ganze Projekt ja im Gesellschaftsrecht, in der Verankerung, auch in den Corporate Governance Prinzipien des Unternehmens aufgehängt sehen. Deshalb also sehen wir da durchaus eben dann sozusagen die Rechtsgrundlage, die wir haben, wenn das Potenzial des Binnenmarkts nicht ausgeschöpft wird, das Potenzial der Niederlassungsfreiheit nicht ausgeschöpft wird, wegen unterschiedlicher Initiativen, die dann von Mitgliedstaaten kommen, wo wir dann eben halt die Möglichkeit haben, dann auf der Rechtsgrundlage tätig zu werden, um da eben halt Fragmentierung und unterschiedliche Regelungen zu vermeiden. Ich konnte nicht widerstehen, diesen Punkt noch klarzustellen. Einen zweiten Punkt, den ich gerne noch klarstellen wollte, auch falls sich Zuhörer gefragt haben, es hatten auch von den Diskutanten jetzt einige auf einen Entwurf Bezug genommen. Ich gehe davon aus, dass es bei dem Entwurf sich um den deutschen Regierungsentwurf handeln muss. Wir haben keinen Entwurf. Also wir arbeiten an dem Entwurf. Ich hatte das anfangs klargestellt, wirklich unter Hochdruck im Augenblick, also damit da auch keine Unklarheiten bestehen. Ich finde diese ganze Diskussion hochinteressant, weil natürlich sozusagen die deutsche Diskussion für uns sehr interessant ist, auch was können wir daraus ziehen, wo treten Fragen auf, wo treten Probleme auf. So gesehen ist das ein wichtiger Beitrag auch für unsere Arbeiten jetzt. Aber wie gesagt, wir haben noch nichts. So, und jetzt konkret zu der Frage, die Sie gestellt haben, Herr Strunk, die Orientierung an den Standards, die wir schon haben, an den UN-Leitprinzipien, auch an den Richtlinien, Leitsätzen der OECD. Für uns ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um darauf aufzubauen, auch wie zum Beispiel Due Diligence aufgebaut ist, was die einzelnen Schritte sind für Due Diligence, die ja die UN-Leitprinzipien ganz klar darlegen. Das ist dann auch sozusagen für uns die Möglichkeit zu untersuchen, was muss da nun gemacht werden? Und auch zum Beispiel sind die Kosten aufgetreten. Ja, wir haben sozusagen in den vorbereitenden Arbeiten Studien beauftragt. Natürlich sind das nicht die einzigen Quellen, auf die wir uns jetzt stützen. Aber gerade die Kosten für die einzelnen Verpflichtungen, die den Unternehmen aufgelegt werden, sind ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen, an dem meine Kollegen und ich im Moment arbeiten, in dem Impact Assessment, wo ich dann natürlich genau gucken muss, was muss das Unternehmen denn nun machen? Und dafür sind eben die UN-Leitprinzipien im nächsten Monat, ja seit 10 Jahren angenommen, eine ganz wichtige Orientierung. So, und dann die zweite Frage, wie kann ich es jetzt machen, das Spannungsfeld zwischen einerseits dem risikobasierten Ansatz gerecht werden, der ja Due Diligence hat, andererseits hinreichend Sicherheit und Klarheit zu bieten, auch dass ich Sanktionen daran anknüpfen kann. Ich gehe davon aus, dass wir zu dem Komplex noch kommen. Das ist natürlich eine Frage, mit der wir uns im Moment wirklich ganz intensiv beschäftigen. Natürlich berücksichtigen wir da auch, was wir haben in der Form von OECD-Leitlinien, also was schon da ist, aber sozusagen vielleicht auch die Frage, was man noch machen muss, wie man es ergänzen kann. Also ich kann da im Moment sozusagen wenig zu sagen, wie das letztlich aussehen wird in unserem Vorschlag, aber nur sozusagen wir sind dran und wir verfolgen natürlich auch dazu ganz intensiv die Diskussion, wie sie in Deutschland im Moment stattgefunden, wie sie zum Beispiel in Frankreich auch stattgefunden haben, die ja vor einigen Jahren als erstes den Schritt gemacht haben für eine Gesetzgebung in dem Bereich. Also auch eben auf Erfahrungen aufzubauen, die an uns herangetragen werden. Vielen Dank. Prima. In dem Zusammenhang möchte ich vielleicht gerade an das anknüpfen, was Sie noch zu Anfang gesagt haben. Es gibt nämlich eine Frage im Chat, welchen Einfluss wird es haben, dass nun neben Kommissar Reynders auch Kommissar Breton für den Vorschlag zuständig ist, also für den Binnenmarkt. Wird das von der Rechtsgrundlage, für den rechtlichen Ansatz her etwas verändern oder haben wir da nach wie vor das Zentrum im Gesellschaftsrecht? Üblicherweise ist ja sozusagen die Rechtsgrundlage und auch der rechtliche Ansatz unabhängig von den Zuständigkeiten der Kommissare.
Es handelt sich im Prinzip da ja um rechtliche Fragen, wo gehe ich ran, wo habe ich nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung im, in den Verträgen dann sozusagen die Möglichkeit dann anzusetzen mit einem Vorschlag von Seiten der Kommission. Was jetzt Beteiligung auch aus Seiten des Kommissar Breton und die Generaldirektion GROW anbelangt, ist es aus unserer Sicht natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil das die Möglichkeit gibt, jetzt eben auch verschiedene Perspektiven noch in unsere laufenden Arbeiten jetzt einzubringen. Und wir arbeiten da sehr eng jetzt mit den Kollegen zusammen, um eben halt gerade auch aus der Sicht der vielleicht etwas mehr Unternehmenspraxis geprägten Sicht, die dann auch sozusagen direkter noch in die Arbeiten eingebracht werden kann, was ganz wichtig ist. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, wir haben natürlich in der Kommission sowieso das Kollegialprinzip. Und das bedeutet eben auch, dass wir schon in den Arbeiten mittels Interservice-Konsultationen halt Expertise aus den verschiedensten Bereichen in unsere laufenden Arbeiten eingehen. Das geht im Moment wirklich auch quer durch die gesamte Kommission. Wir haben Environment, Klima, natürlich die FISMA, soweit es um die finanziellen Aspekte geht, dann Handel selbstverständlich. Die Entwicklungsaspekte, die außenpolitischen Aspekte. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wesentliche Generaldirektionen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, vergessen. Aber es geht wirklich quer durch die gesamte Kommission, wo es eben wichtig ist, dass die verschiedenen Dienste ihre verschiedenen Perspektiven einbringen. Also ein sehr umfassender Ansatz. Sie sprachen auch gerade nochmal das Thema Haftung an und das möchte ich jetzt nochmal wieder in die Runde zurückgeben. Das Thema Rechtsdurchsetzung. Frau Lorenzen, die Forderung ist natürlich eng mit der umstrittenen Frage nach einer zivilrechtlichen Haftung verbunden. Wie sehen Sie das? Welche zivilrechtlichen Ansprüche soll es denn da nun geben und an welche Tatbestände soll das Ganze denn anknüpfen? Ja, danke. Die Durchsetzung ist eines solchen Gesetzesvorhabens ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und wir stehen eigentlich hinter einer Sanktionsmischung, ja? Also sowohl eine behördliche Durchsetzung als auch eine Unterstützung dessen durch eine zivilrechtliche Haftung. Und zwar warum? Also die zivilrechtliche Haftung hat zwei wichtige Funktionen. Die erste Funktion ist tatsächlich eigentlich eher eine ordnungspolitische, dass man sagt, wenn eine Haftung ins Haus steht, dann ist die Abschreckungswirkung höher und führt dazu, dass das Gesetz ernster genommen wird. Also gerade in Bezug auf diesen UK Modern Slavery Act, den ich am Anfang erwähnt habe, wo es nur um Berichtspflichten ging, der wurde verglichen mit einer Regelung aus der Antikorruptions-Compliance, dem UK Bribery Act, der auch sehr harte Sanktionen und Bußgelder vorsieht. Und da merkt man deutlich, dass der unternehmensintern viel stärker nachgehalten wird. Ja, also das ist eine Funktion der zivilrechtlichen Haftung. Und die zweite ist natürlich schon Zugang für Betroffene vor Ort, also die Abhilfe für Betroffene, die oft eben keinen effektiven Rechtsschutz in den Produktionsländern erhalten können, wo wir sagen, wenn ein eigenes Verschulden vorliegt, des europäischen Unternehmens, dann kann man über eine Haftung sprechen nach dem uralten Grundsatz, wer einen Schaden verursacht, muss auch dafür gerade stehen. Und das bedeutet aber eben nicht, dass, wie es immer fälschlich heißt, man für das Fehlverhalten eines mittelbaren Zulieferers einsteht, sondern es geht um eine eigene Verpflichtung. Ja, und zwar die über die menschenrechtliche Sorgfalt, effektiv Prävention zu betreiben und damit auch zu
abzusichern, dass es nicht zu Verletzungen von Gemeinschaften oder von Arbeitnehmern in produzierenden Ländern kommt. Und Frage, was da, und dadurch ist es eben auch beschränkt. Es geht also nicht um irgendeine Haftung, sondern es geht um eine verschuldensabhängige, so vertreten wir das jedenfalls, eine verschuldensabhängige Haftung für vorhersehbares und vermeidbares Verhalten. Ja, verschuldensabhängige Haftung und Bemühenspflichten können ja möglicherweise dazu eine Begrenzung führen. Herr Pöttering, wie sehen Sie diese Fragestellung? Insbesondere, was nützt es Betroffenen, wenn sie keinen Zugang zum Recht haben? Also ich habe ja gerade aus Sicht der Unternehmen gehört, dass da die zivilrechtliche Haftung eher etwas kritisch gesehen wird. Aber was wäre die Alternative? Ein staatlicher Bürokratieaufbau, und Herr Minister sprach es an, wir stellen neben jedes Unternehmen einen Beamten, der für das Unternehmen dann zuständig ist und die Einhaltung dieser Pflichten überwacht. Also wenn ich den Haftungsmaßstab klar kenne als Unternehmen und mich dann fehlverhalte, dann ist erstmal nichts dagegen einzuwenden, dass man dann auch haftet. Das haben wir im privaten Bereich so, und das ist natürlich auch zwischen Unternehmen so. Zivilrechtliche Haftung ist für Fehlverhalten und Nichtleistung, Falschleistung, Schlechtleistung, ist ein zentrales Element auch unserer Marktwirtschaft. Ohne das geht es nicht. Das mal vorweggeschaltet. Aber wenn wir jetzt, wie hier, ich nehme jetzt wieder das deutsche Gesetz, das ja, wenn man jetzt mal die deutschen Haftungsmaßstäbe nimmt, 823.2, dass ein Verstoß gegen Schutzgesetze auch eine zivilrechtliche Haftung herbeiführt. So, dann wird man sagen müssen, und das sagt der Rechtsausschuss des Bundesrats, da hat Minister Biesenbach ja auch an den Beratungen im Bundesrat mitgewirkt, da sagt der Deutsche Anwaltsverein, dass in der jetzigen Ausgestaltung natürlich das deutsche Lieferkettengesetz ein Schutzgesetz in dem Sinne ist. Und damit ist jeder Verstoß gegen die Regelungen, die da drin enthalten sind, so nebulös, so unbestimmt und so unbegrenzt sie auch sind, droht eine zivilrechtliche Haftung auszulösen. Und das ist es halt, dieses völlig unbegrenzte, ausufernde, was dann ins Beliebige hineingeht, was einfach nicht funktionieren kann. Und ich kann es nur wiederholen, dieses Risiko werden viele nicht eingehen können. Und wenn man das mal zu Ende denkt, dann führt das ja dazu, dass ein Geschäftsführer eines Unternehmens, auch wenn er einen Beauftragten hat, etc. pp., aber wenn irgendein Gericht nachher zu dem Ergebnis kommt, die Sorgfalt, die das Lieferkettengesetz vorsieht, ist nicht eingehalten worden, dann haftet er persönlich mit seinem privaten Vermögen. Das ist ein Risiko, das werden viele, gerade da, wo es komplex ist, nicht zu tragen bereit sein. Natürlich wird dann immer gesagt, ja, bei einfachen Sachverhalten ist das vielleicht zumutbar, aber die Sachverhalte sind eben nicht so einfach. Und deswegen wirklich hier diese zivilrechtliche Haftung, gerade was 823.2 dann angeht, nach deutschem Recht, ist ein Riesenproblem. Und wenn wir da nicht eine Lösung finden, dann muss man sagen, dann ist irgendwann das Geschäftsmodell auch deutschen Mittelstands mit Aufgabenteilung, mit internationaler Verflechtung, das funktioniert dann einfach nicht mehr. Und dessen müssen wir uns einfach klar sein. Einfach nur gute Ziele haben zu wollen, ist richtig. Aber auf der anderen Seite damit alles kaputt zu machen, das funktioniert eben nicht. So, und natürlich wollen wir jetzt auch nicht, ich meine, es ist natürlich klar, dass es für Behörden auch schwierig ist. Ich habe eben erklärt, wie selbst Unternehmen nicht bis ins letzte Glied nachverfolgen können, wie Bestandteile oder Zulieferprodukte zustande gekommen sind. Wie sollen das dann Behörden machen? Deswegen muss man einfachere Kriterien wählen. Und
Ich habe es eben schon mal angedeutet, wenn wir sagen, so, wir identifizieren und dabei muss auch der Staat helfen. Das kann nicht der kleine Mittelständler irgendwo im Sauerland, der beurteilt, wo in China oder wo auch sonst auf der Welt gegen irgendwelche Menschenrechtscharten verstoßen wird. Da müssen wir halt sagen, dann werden da Schwarzlisten in besonders betroffenen Regionen, in besonders betroffenen Bereichen werden da geführt und die kann man einsehen und mit den Unternehmen darf man dann halt die Geschäftsbeziehungen nicht führen. Das wäre eine klarere Regelung und das kann man machen. Aber dieses ganze Unbestimmte dann noch mit dem Schritt rein in der zivilrechtliche Haftung, das führt zu weit und auch die staatlichen Sanktionsmechanismen, muss man einfach sagen, wenn man 2% des Umsatzes bei einem Unternehmen, was sehr umsatzintensiv ist, da sind sie ganz schnell, auch bei Mittelständlern, bei Millionenzahlungen. Und Umsatz ist nicht Gewinn, das wissen viele nicht. Aber da kann auch schon so eine 2% Umsatzzahlung, kann da ganz schnell Liquidität sowieso, aber auch insgesamt das Unternehmen gefährden. Und ja, das wird einfach viel zu nonchalant in diesen ganzen Debatten, wo es ja um das Gute natürlich immer geht, wird das dann immer einfach in den Hintergrund gedrückt. Henrichs, für Sie zum Abschluss, Frau Lorenz möchte auch noch was sagen. Ja, vielleicht, Frau Lorenz, wenn Sie direkt dazu replizieren mögen, noch an der Stelle, Sie sind ja hier, bitte. Ja, danke. Ich möchte noch mal was sagen, Herr Pöttering, zu dem Stichwort alles kaputt machen. Also darum geht es uns ja nicht. Also die zivilrechtliche Haftung, ist der wichtigste Punkt daran ist die Prävention. Das heißt, dass man guckt, dass tatsächlich über stärkeres Engagement mit einzelnen Zulieferern, dass man mehr sich wirklich um die Risiken kümmert und sich vielleicht auch nicht einfach nur ein Audit-Zertifikat vorlegen lässt, sondern in längerfristige Zulieferbeziehungen investiert, in auch vertraglich das so absichert, dass es zum Teil eine Kostenteilung gibt, um die Prävention abzusichern. Und dass dieses Kaputtmachen oder auch die große Klagewelle, ist ein Argument, das habe ich noch nie so richtig verstanden. Eine Klagewelle setzt voraus, dass wirklich flächendeckend irgendwas im Argen liegt. Aber gerade Unternehmen, die sagen, wir machen doch ganz viel schon freiwillig und das ist in Ordnung, die haben ja dann auch keine Klagewelle zu befürchten. Beziehungsweise es wird unterstellt, dass man missbräuchlich und auch um die Wirtschaft zu diskreditieren sowas vom Zaun bricht. Aber also dafür gibt es einerseits Regularien gegen Verleumdung oder Ähnliches. Es werden keine Gerichtsverfahren einfach so zum Spaß geführt. Und auch zur Versachlichung kann man vielleicht mal auf das Beispiel Loi de Vigilance in Frankreich gucken, die ja sowohl eine Art Blankettpflicht in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt haben und auch eine zivilrechtliche Haftung. Und in den 4 Jahren seit 2017 hat es, glaube ich, 7 Fälle gegeben, von denen 6 sich auf den Umfang dieses Sorgfaltsplans beziehen und eine einzige jetzt, die sich auf die zivilrechtliche Haftung bezieht. Insofern wüsste ich jetzt nicht, warum eine Regelung in Deutschland oder auch eine EU-Regelung da so völlig einen Paradigmenwechsel bringen würde. Ja, Henrichs, vielleicht, wir nähern uns auch schon dem Ende leider unserer Zeit. Vielleicht, wenn Sie das nochmal einordnen können, die beiden Positionen. Hier wird ja jetzt doch spannend, auch nochmal an dem Punkt. Was kann man machen, um hier klare, was heißt, oder zumindest Beschränkungen und vor allen Dingen auch für die Geschäftsleitung kein zu großes persönliches Haftungsrisiko zu haben? Ja, vielen Dank. Gestatten Sie mir aber ganz kurz, trotz der angespannten Zeit, noch eine Replik auf Frau Dr. Knöfel. Das kann ich mir dann jetzt nicht verkneifen zur Rechtsgrundlage. Ja, Frau Knöfel, natürlich regeln Sie Gesellschaftsrecht, aber Sie instrumentalisieren Gesellschaftsrecht. Was Sie eigentlich regeln wollen, ist politische Erziehung und dafür hat die EU kein Mandat. Im Übrigen zum Binnenmarkt. Ich wüsste nicht, dass das französische Gesetz irgendwelche Irritationen im Binnenmarkt zur Folge gehabt hätte. Ich kann mir das auch nicht vorstellen.
vorstellen. Ich glaube, das Argument ist wirklich vorgeschoben. Das aber nur am Rande. So, zur Haftung. Und da zunächst zu dem vom Parlament, vom EU-Parlament. Das ist in der Diktion ganz scharf formuliert. Es gibt keine Business Judgment Rule in diesem Richtlinienentwurf, Vorschlag. Es gibt keine Legal Judgment Rule. Wir bräuchten aber beides. Wir bräuchten insbesondere auch eine Legal Judgment Rule. Denn nochmals, das Sollobjekt, das die Haftung auslöst, ist denkbar unbestimmt. Wir haben es im Bereich der Menschenrechte ganz oft mit schwierigen Abwägungen zu tun. Und da ist ex post bessere Erkenntnis leicht gesagt. Aber die Unternehmen stehen eben vor der Schwierigkeit, ex ante die zutreffende Abwägung zu treffen. Und da müssen wir sie vor schützen. Deswegen brauchen wir da aus meiner Sicht eine Business- und eine Legal Judgment Rule. Dazu kommt, in dem Vorschlag ist eine Beweislastumkehr vorgesehen, also es ist an den Unternehmen, sich zu entlasten, dass sie sämtliche Sorgfalten eingehalten haben. Das ist auch nichts völlig Neues, das kennen wir aus dem Bereich der Produkthaftung, das kennen wir aus dem Bereich der Arzthaftung, aber wir kennen aus dem Bereich eben auch, das hat den Hang zur Übertreibung. Und da kommen die deutschen Gerichte gut mit klar. Und da ist mir auch an der Stelle, bin ich da zuversichtlich. Aber nochmals, was ist mit anderen Gerichten, die da möglicherweise überschießend sind? Wir sollten hier, glaube ich, auch normativ nochmal Vorsorge vor einer Übermaßhaftung treffen. Im Übrigen ist mir allerdings, das deutete Ihre Frage ja auch an, Herr Schunk, ist mir in der Tat besonders bange, was bei die behördlichen Sanktionen angeht. Also ich habe großes Vertrauen in jedenfalls die deutschen Zivilgerichte, aber weniger Vertrauen darin, dass die Behörden die Sanktionsinstrumente mit Augenmaß anwenden werden. Hier droht aus meiner Sicht wirklich ein Bürokratiemonster. Sie haben dann gefragt, was werden die Unternehmen tun? Nun, das führt mich zu einem letzten Kritikpunkt, den ich an dem Ganzen habe. Wer werden die Gewinner aus dieser ganzen Aktion sein? Vielleicht weniger die Menschenrechte, vielleicht weniger die Umwelt, aber ganz sicher werden das die Berater und die Zertifizierungsagenturen sein. Denn natürlich werden die Unternehmen sich nach dem Motto Cover my back rückversichern wollen. Und deswegen werden sie sich externe Expertise einholen, die Dinge zertifizieren lassen etc. Ob das dann wirklich die Sache vor Ort besser macht, kann man bezweifeln. Ich kann anekdotisch berichten, es gibt ja, wie gesagt, die Ganze ist ja nicht neu. Ne? Wir haben ja im Bereich CSR-Reporting haben wir auch schon die Frage, soll das geprüft werden? Und wenn ja, wie soll das geprüft werden? Mit Reasonable Assurance oder mit nur begrenzter Sicherheit und wer soll das machen? Ich habe mal die Wirtschaftsprüfer gefragt, wie prüft ihr das denn, wenn ihr da einen Prüfungsauftrag bekommt? Fahrt ihr dann nach Südamerika und schaut euch vor Ort die Plantage an und kommt ihr da unangemeldet? Selbstverständlich macht das niemand, sondern die verlassen sich auf Zertifikate. Das kann funktionieren, aber Ich bin wirklich skeptisch, ob das der richtige Weg ist, ob wir da also die Richtigen beglücken. Es sollte ja vor Ort eine Besserung eintreten und nicht weitere Beratergeschäfte verursachen. Und noch ein letzter Punkt. Sowohl was die Berater angeht, als auch was die Unternehmen angeht, KMU werden immer überproportional belastet sein. Denn wie Herr Pöttering zu Recht sagte, die haben ja gar nicht die umfangreichen Rechtsabteilungen, die das managen können. Also was wird eine solche zusätzliche Regulierung weiter befördern? Konzentrationsprozesse. Eigentlich wollen wir das an anderem Zusammenhang nicht, aber wir laden immer noch eins obendrauf an Regulierung und diese Regulierung wird die Konzentrationsprozesse in allen Bereichen, sowohl in der Industrie als auch in den Beratungsunternehmen, befeuern. Das ist auch ein gewisser Wertungswiderspruch, den der Gesetzgeber da sich einhandelt, weil er an anderer Stelle eigentlich diese Konzentrationstendenzen gerade bekämpfen möchte. Hier schafft er neue Anreize dafür. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Die Zeit ist leider sehr weit fortgeschritten, die wir uns hier heute so als Grenze der Diskussion gesetzt haben.
Kommen wir jetzt noch mal zum Schluss. Sie haben jetzt noch mal viele Punkte gehört, eine ganze Menge von Fragen und Diskussionspunkten, die aufgeworfen sind. Frau Köfe, noch mal zu Ihnen zurück, vielleicht so als Resümee der Diskussion, was Sie mitgenommen haben. Und ein Zuschauer fragt auch hier, wie stehen Sie zu einer strafrechtlichen Haftung bei der Verletzung von Sorgfaltspflichten? Vielleicht könnten Sie da abschließend noch mal zu dem Punkt auch noch was sagen. Ja, danke schön. Was ich aus der Diskussion mitgenommen habe, kann ich vielleicht ganz kurz sagen. Sie sehen, ich habe mitgeschrieben. Es waren Themen, die vielleicht wir, mit denen wir uns schon beschäftigt haben, die nicht wirklich neu waren als Frage, aber wo doch neue Aspekte immer wieder aufkommen. Und ich bin da sehr dankbar auch für die Materialien, die ich dann mitnehmen kann in unsere Arbeiten. Vielleicht noch ganz konkret zur Problematik Haftung. Auf der einen Seite zivilrechtliche Haftung, da gibt es natürlich, was wir da auf europäischer Ebene machen können oder auch nicht machen können, verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, entweder nichts konkret in eine europäische Norm reinzuschreiben. Dafür gibt es auch Präzedenzfälle. Dann gehen wir mal davon aus, dass wir im Bereich der Rechtsgrundlage Artikel 50 sind, im Bereich einer Richtlinie. Dann müssen die Mitgliedstaaten das umsetzen. Und dann gibt es natürlich auch dann die Verpflichtung, Sanktionen entsprechend vorzusehen. Das ist sozusagen ein offenes Modell. Ein etwas geschlosseneres Modell könnte sein, dass man in die EU-Norm selbst schon was reinschreibt, so nach dem Motto, Mitgliedstaaten müssen zivilrechtliche Haftung vorsehen für dies und das. Das Europäische Parlament ist in seinem Legislativbericht so ein bisschen in die Richtung gegangen und hat das sogar noch relativ detailliert dann spezifiziert in seinen Empfehlungen. Es gibt auch, ich kenne mich jetzt am besten aus im Gesellschaftsrecht, es gibt da zum Beispiel auch Präzedenzfälle, wo schon drin steht, für bestimmte Fälle müssen die Mitgliedstaaten zivilrechtliche Haftung vorsehen. Das ist eine Möglichkeit, die wir auch prüfen, aber wo ich im Moment noch nicht sagen kann, wo da jetzt sozusagen der Weg hingeht. Strafrechtliche Verantwortlichkeit ist im Moment nicht in dem Bereich der Möglichkeiten, die wir jetzt sozusagen als wirkliche Optionen jetzt für die europäische Gesetzgebung in Betracht ziehen. Ja, vielen Dank für das Resümee. Jetzt nochmal in die Politik, zur Politik rübergeschaut, Herr Minister. Ihr Schlusswort. Lieber Herr Dr. Strom, ich will erstmal allen ganz herzlich Dank sagen für die Beiträge. Es ist Ihnen in seltener Präzision gelungen, deutlich zu machen, wie weit wir eigentlich davon entfernt sind, jetzt schon eine Lösung anbieten zu können. Im Ziel habe ich deutliche Übereinstimmung festgestellt. Aber wie weit der Weg und die Vorstellungen, was machbar ist und wo die Haken sind, da ist doch hier ebenfalls deutlich geworden, wie viel darüber noch nachgedacht werden muss. Frau Knüffel, Sie hatten gerade so ein bisschen noch nicht das Lächeln auf den Lippen, als ich sagte, wir sind längst noch nicht so weit, hier eine Entscheidung zu treffen. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, wann kommt denn was. Ich habe auch da herausgehört, dass Sie eigentlich bald was liefern wollen. Die herzliche Bitte, dann machen Sie es so offen wie eben möglich. Denn all die Fragen, die jetzt hier die Herren Pöttering und auch Henrichs aufgeworfen haben, sind doch nicht zu beantworten. Und als ein Landesminister, der dafür verantwortlich ist, dass die Rechtsfragen auch geklärt werden können, nämlich vor einem Gericht, graut mir davor, wenn ich jetzt einen Gesetzesvorschlag verabschiedet bekäme mit den offenen Fragen, die alle da sind. Denn dann hätten wir eine Menge an Verfahren und viel Arbeit für die Judikatur, um diese Fragen alle zu klären. Und das kann es nicht sein. Wir wollen nicht weiter Gerichte beschäftigen, sondern wir wollen Unternehmen die Möglichkeit geben, vernünftig zu wirtschaften und dabei die Ziele zu verfolgen, die auch Frau Lorenzen anspricht, die umgesetzt werden sollen. Nur dazu muss klar sein, wie soll es denn gehen und was ist möglich. Und eine Frage ist auch nicht offen oder nicht beantwortet worden. Was machen denn kleinere oder mittelständische Unternehmen mit den Lieferanten in der zweiten oder im zweiten oder dritten Glied? Ich will nicht auf die 20 eingehen, wie Herr Pöttering ansprach. Für den ersten Lieferanten mag das ja alles noch regelbar sein. Was ist aber mit denen, die danach kommen? Wie weit soll denn Verantwortung gehen? Und sie muss ja endlos weit gehen, um auch wirklich vor Ort die Situation zu verbessern. Ich habe darum die ganz große Bitte, und die werde ich auch versuchen, dann in die rechtspolitische Diskussion bei uns in Deutschland einzubringen,
hier noch intensiv nachzudenken, wo wir noch Ideen anbringen müssen und wo wir präzisieren müssen. Das Schlimmste wäre, wenn wir einen Gesetzentwurf bekommen oder ein Gesetz nachher, in dem viele unbestimmte Rechtsbegriffe drinstehen, die zwar den ideellen Rahmen schaffen, aber uns ratlos lassen, was wird denn damit umgesetzt. Das ist übrigens eine Sorge, die ich im Augenblick beobachte bei vielen Gesetzesvorhaben. Wir haben einige laufen in Deutschland, die uns möglicherweise eine immense Zahl an Rechtsstreiten bringen können. Ich will das Unternehmensstrafrecht hier mal als Schlagwort bringen. Unabsehbar. Will die gesamten Fragen erbringen, die das Netzdurchsetzungsgesetz bringt, mit all den Fragen von Hass und ähnlichen Dingen, die wir hier auch verfolgen sollen. Wenn ich nur überlege und realistisch überlege, was daraus an Streitigkeiten verfolgen kann, dann ist das ein immenses Arbeitspensum, ein immenses Arbeitsprogramm für die Justiz. Das mag teilweise richtig sein, etwa in Bereichen, da wo es um Hass oder Hasskriminalität geht, das auch zu tun. Aber bei vermeidbaren Situationen, weil die Vorgaben nicht klar sind, meine ich, sollten wir uns das alles ersparen. Also ich habe heute eines, nehme heute wirklich eines mit. Ich hoffe, dass das Gesetz nicht mehr Rechtskraft erlangt in diesem Bundestag, sondern wir dann bei der nächsten Legislaturperiode erst noch einmal Zeit nehmen müssen, das in Ruhe zu überdenken. Und enden will ich mit dem Dank an Sie alle für die Offenheit, für Ihr Engagement, aber auch an Sie, Herr Dr. Strunk, dafür das Thema aufzugreifen. Sie haben ja bei uns intensiv daran gearbeitet, sind, das darf ich auch verraten, ja unser Spezialist dafür. Es ist Ihnen gelungen, das heute wirklich deutlich zu machen. Darum an Sie alle herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Vielen Dank, Frau Knöfel. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten auch noch weiter diskutieren können. Die Fragen sind ja sehr vielfältig und Sie meinten, sprachen jetzt gerade den deutschen Gesetzesentwurf an, der momentan auf dem Tisch liegt. Auf den europäischen warten wir dann. Ich bin sicher, er wird dann irgendwann die nächsten Monate vorliegen und wir werden uns sicherlich dann auch an der Diskussion weiter sehr intensiv beteiligen. Ich bedanke mich bei unseren Panelisten, Frau Lorenzen, Herr Henrichs und Herr Pöttring, für Ihre heutige Teilnahme. Ich sende nochmal einen schönen Gruß nach Nordrhein-Westfalen und Berlin. Danke den Zuschauern für Ihr Interesse, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, hier daran teilzunehmen und hoffe, dass auch Sie das Thema aufmerksam weiter begleiten.